Hey, ich wollte mich schon mal ganz, ganz herzlich bedanken, dass so viele von euch gekommen sind. Und ich freue mich an jeden von euch extrem. Und ich freue mich vor allem auf die Texte, die wir jetzt alle hören dürfen. Und wir haben schon ein Glücksfell ausgelesen. Und Stadi, du hast noch den Auftrag. Könntest du einen Stift nehmen und nehmen wir gleich aufschreiben? Hast du noch eine Frage, ob wir gerade so läuft es nicht. Schicksal. Es haben Kali auf dem gleichen Stuhl, oder? Text geschrieben. Also du darfst jetzt 5 rausziehen. Und übrigens, wir haben 18 Texte. Und wir machen es so, dass wir immer 5 Texte hören. Und dass wir nachher eine kleine Pause machen, Snacks. Es hat viele Snacks, also Snacks. Dass wir ein bisschen knabbern. Und dann genießen wir die nächsten 5 Texte und so weiter. Yeah. Und jedes Mal am Anfang werden die 5 Texte von unserer Glücksfee Luisa mit etwas unglücklichen Sagen. Also, und den ersten Namen haben wir jetzt auch schon. Ja, das ist ein Glücksfee. Wer ist der erste Text, den wir heute werden hören? Jamie German. Jamie German! Und es wird dann zusammen sein mit der Jessie, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der zweite Text hören wir. Hallo Rebu übrigens. Milo Bui. Oh, der Milo Bui ist leider noch nicht da. Da muss man eigentlich rein tun. Lucia, da ist da. Alle. Okay. Patrick, der Paddy Huber. Ja, Vita. Vita, du hast ja nicht den 4. Text, ist es? Und Jessie, wirst du... Ah, perfekt. Ja, die machen schon den ersten Text zusammen. Also, den können wir jetzt mal mit den ersten machen. Es ist gut, du hast auch gut gemacht. Wir haben schon unsere ersten 5 Texte, wo die ersten... kommen ganz zweit auf die Bühne. Also, der ist jetzt Bühne frei für Jenny und Jessie. Herzlichen Applaus. Wir sind die Fraktion Freiburg. Wir sind Erwin. Der Start an der Uni ist sozusagen auch ein Start in ein neues Leben. Hilflos stöbert man während der ersten Woche allein durch Fachschaftsapparos und das riesige Uni-Gelände. Während einige mutig die ersten Schritte an der Uni allein machen, ohne jemanden zu kennen, nehmen andere vorsichtshalber gerade die Freunde oder die Freundin mit. Schnell haben ein Nickwaldner, eine St. Gallerin, eine Solothurnerin und eine Bündnerin zusammengefunden. Im Laufe des ersten Semesters ist dann auch noch das Bieler Dream Team zu uns gestossen. Ein weiteres Semester hat es gebraucht, bis wir gemerkt haben, dass das gemeinsame Heimgehen nach dem Ausgang nicht nur One-Night-Stand sind. Wie das so ist bei einer gefestigten Gruppe, braucht es auch Traditionen. Neben dem Crazy Monday, also ja, in Freiburg feiern wir schon mal den Wochenanfang, Mini-Mix-Partys, Spielabend und das gemeinsame Lernen, haben wir auch den jährlichen Ausflug ins Tessin zu unserer festen Tradition gemacht. Also wir sind jetzt zweimal gewesen. Wir machen es zu unserer besten Tradition. Irgendwann starten so Traditionen ja. Auch dort hat Dario immer wieder für unterhaltsame Momente gesorgt. Aus Krückenmonster war er im ersten Sommer voll dabei gewesen. Wie unser Pechvogel, der zuerst sich vergessen hat, einzuschreiben für Prüfungen. Aber zum Glück haben wir im Sommer nichts Besseres zu tun, als Prüfungen haben. Und sich dann auch noch beim Fußball verletzt hat, von wegen Sport ist gesund, hat aber voll und ganz auf unsere Unterstützung zählen können.
Und das hat er auch herausgefordert. Beim Pedalo-Fahren am Luganensee hat er kurzerhand sein Turnsäckchen über Bord geworfen. Heldenhaft sind sowohl Jules als auch Lukas mit einem Prachtköpfler ein Wertstück von Darwin hinten nachgegangen. Im zweiten Sommer ist er wieder mit beiden Beinen inklusive Turnsäcke im Leben gestanden. Damit auch dort der Sinnaufenthalt das Highlight wird, hat jeder von uns eine kleine Aufgabe übernommen. Beeinflusst von ein paar Vorurteilen, die gewisse von uns gegenüber Bieler halt so haben, hat Dario den Job bekommen, etwas für unseren Gemütszustand mitzunehmen. Leider hat er das Gras vergessen. Dario, one job! Mit lustigen Geschichten von ihm sowie Erlebnis und seinem Charme ist Tessin auch wieder ein Highlight geworden. So freuen wir uns auch weiterhin mit ihm wunderbare Momente im Tessin oder wo auch immer zusammen zu verbringen. Lieber Dario, im Namen der zwei untalentiertesten Slammer, großen YouTube-Videos, aber dennoch ihnen das Beste gegeben haben, wünsche ich dir von ganzem Herzen alles Gute zum Geburtstag. Hey Robo! ja, ich bin der Lucien. Für alle, die mich nicht kennen. Und ich habe einen Text vorbereitet. 2 bis 3 Minuten. Ja, okay, das liegt drinnen. Aber seien wir mal ehrlich. 4 bis 6 Minuten Vortexte ist doch einfach zu viel verlangt. Quasi eine Poetry Slam Überdosis. Ich wollte schliesslich heute nicht heimgehen müssen sagen, es hat ja schon Spass gemacht. Aber ich bin dann halt gleich nicht so ein Poet und ist überhaupt geslammt worden. Vielleicht hat es ja auch einfach genauso viel Sinn wie Unsinn gehabt und bin drum, und das kann ich allen wärmstens empfehlen, in regelmässigen Zeitintervall für eine halbe Stunde ein paar Ungen ein Bier holen, ein grosses, versteht sich. Stell dir mal vor, eine halbe Stunde, 30 Minuten, das sind also sage und schreibe zwischen 5 und 15 Texten pro halbe Stunde. Und wenn das nicht auch irgendwann endet, dann haben wir nach diesem Abend noch eine Poetry Slam Vergiftung. Eine Infektion, gar ein Virus. Der Fachmann würde sagen, ein Virus Slamicus Poeticus. Passt auf, der Virus ist der um vieles heimtückischer als das, was da die Tigermücken mit ihrem Sabber verteilt. Das Zika-Virus, Chikungunya, das Dengue-Fieber, aber am schlimmsten ist eben immer noch der Virus Slamicus Poeticus. Item, aber kommen wir gerade ohne Umweg zur Sache. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir eigentlich gar nicht Zeit haben für irgendetwas? Dass wir immer zu spät sind? Dass wir nachrennen, der Zeit hinten nachrennen, als wäre es ein dürrbrennendes Ross. Wir reglementieren, einteilen, messen, festlegen, und die kleine Maschine, die unser Leben regiert und Zeit misst, ist doch eh nichts anderes als eine Bewegung zwischen einem Vorher und einem Nachher. Doch ist das Erklärung genug, um herauszufinden, was eigentlich Zeit ist? Was ist sie, die verdammte Zeit eigentlich? Jeder kann sich etwas darunter vorstellen und doch weiss niemand so recht, was sie ist, die Zeit, die uns durch die Finger geht. Darum habe ich mir jetzt ein paar Fragen gestellt. Nehmen wir an, oder ein paar Thesen vielleicht. Nehmen wir an, die Natur bestimmt unsere Zeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Da haben wir es früher schon noch besser gehabt, wo der Tag noch nach Dämmerung, Mittagssonne, Sonnenuntergang und so weiter geordnet ist, und dann die dunkle Nacht den Tag abgelöst hat und das immer weiter und weiter und immer weiter und weiter und immer weiter und weiter und immer weiter und weiter. Tag und Nacht, Tag und Nacht, Tag und Nacht. Man hat sich nicht darum getan, ob man noch Zeit hat, ein paar Minuten. Nein, man hat ein Tagwerk vollbracht. Ah, was für nostalgische Vergangenheit das doch ist. Es ist doch früher eben doch besser gewesen. Ausser, dass man dann halt schon so in diesem Alter wegen irgendeiner tödlichen Krankheit hat es zeitlich gesegnet. Sorry, Alter. Aber was ist sie jetzt, die kopfzerbrechende Zeit? Ist die Zeit etwa Geld, wie man etwa die auch sagt? Wir können es ja meinen.
wenn man geht krampfen, dann wird einem ja der Lohn auch immer über die Zeit berechnet, die man bei Bütz hat verbracht. Ein Arbeitstag hat bei uns so ca. ungefähr 8,24 Stunden. Und die soll man doch auch produktiv sein, und man weil man schliesslich dafür ausgezahlt wird. Doch gibt es verlässliche Studien, die doch ganz klar erwiesen haben, dass die meisten Leute nur 5 Stunden produktiv sind und wir somit eigentlich 3,24 Stunden lang am Arbeitsplatz anwesend sind und dafür noch Geld bekommen. Ja, die haben wir schön reingelegt. Oder kommen wir vielleicht mit der Definition von einer mechanischen Zeit weiter? Eine Einteilung in Jahr, Monate, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden, Mikrosekunden, Nanosekunden, Piktosekunden. Und das alles auf einer Uhr. Übrigens, habe ich noch Zeit zum Reden, oder? Zeit schon. Doch ist jetzt wirklich das Zeit? Viele würden jetzt sagen, ja, klar ist das Zeit. Aber dann frage ich, wie steht es denn mit den Augenblicken, wo du deinem oder deiner Liebsten in die Augen schaust und um dich herum alle zeitgebenden Instanzen urplötzlich ausgehebelt werden? Mir ist auch noch nie passiert, dass ich mit der Stoppuhr die Zeitdauer von meinen Schmetterlingen im Bauch probiert zu messen. Hey Kollege, ich bin gestern im Fall für 197 Minuten mit Schmetterlingen im Bauch zusammengelaufen. Das ist ein grossartiges Gefühl. Hey, seien wir ehrlich. Viele befinden sich doch ganz klar auf einer anderen Ebene. Damit wir vielleicht jetzt noch besser verstehen, was der Unterschied zwischen der gefühlten Zeit und der absoluten Zeit, also der Zeit auf der Uhr halt ist, möchte ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Da ist mir doch gestern tatsächlich noch in den Sinn gekommen, dass ich noch den Text für heute Abend schreibe. Und da ich gestern, so wie es halt läuft, wieder mal keine Zeit hatte, habe ich mich halt heute Nachmittag mit einem Kaffee hergehöckelt und mir eine leicht erzwungene Kreativität freien Lauf gelassen. Und mir halt ein bisschen Zeit genommen. Weisst, wenn du am 4. kannst du anfangen zu schreiben, dann bleiben dir doch noch mehrere Stunden bis am 8. Aber blöderweise meinst du das eben nur. Nein, es ist es eben nicht, oder? Da sitzt du da und sind sofort die Herren mit ihrer leicht erzwungenen Kreativität. Weisst, so mit ganz kleinen Augen und angestrengt. Und gefühlt sind eben die paar Stunden schon verdammt schnell vorbei. Schlussendlich bin ich einfach darauf gekommen, dass es Zeit ja eigentlich gar nicht gibt. Also wieso? Ich meine, das Einzige, wo Hände und Füße hat, sind doch wir, also unser Körper, also unser Denken, also unser Leben. Können wir so etwas Substanzloses hier verstehen? Ich meine, da hat es uns doch der Einstein auch nicht einfacher gemacht mit seiner Relativitätstheorie, nach welcher Zeit halt sogar relativ soll sein. Zeitempfindung, unsere Wahrnehmung durch das Gefühl sozusagen, also eigentlich die erlebte Zeit, also die Zeit, die man nicht messen kann, weisst du die, was es eigentlich gar nicht gibt? Ich fühle doch, dass der Dero ein gewisses Alter erreicht hat. Aber was wollte ich schon sagen mit der Zahl, die sein Alter bestimmt? Darum sage ich heute nicht alles Gute zu deinem x-ten Geburtstag, also nicht, weil ich nicht wüsste, wie alt du bist. Sondern weil ich dir ganz einfach alles Gute zu dem wünsche, was wir haben und was uns überhaupt zu so zeitempfindlichen Wesen macht. Alles Gute zu deinem Leben, Dan. Ich bin eigentlich der Pädu. So, es ist einfach lustig, wie sich das fortsetzt. Ja, ich habe jetzt einen Text so ein bisschen über die Gefühlseite. Vielleicht wie es zu den 192 Minuten oder viel hast du gesagt, Lippo? Die Bauchgefühl. Schmetterlinge im Bauch. Ah, 197 Minuten. Wie es vielleicht zu den 197 Minuten kommt. Stell dir vor, du stehst an der Kasse, du schaust um, du schaust, was sonst noch so im Laden ist, was es gerade so für Aktionen über die Kasse gibt. Und dann bist du an der Reihe. Du siehst die Person an der Kasse, ein Lächeln, das dich umholt, einen Moment, zwei Momente, und du fährst an zu stottern. Ein Augenschlag,
der bringt dich noch mehr in Schieflage. Und du einen weiteren Moment brauchst, bis du überhaupt wieder weißt, was du eigentlich willst. Ja, was will ich eigentlich? Eigentlich will ich wissen, wie du heisst, was du gerne machst und können wir uns wieder sehen. Aber gerne in die Lehre. Ich möchte gerne ein Neozeit dran. Danke, tschüss. Nein, du läufst heim und kannst deinen Kopf gegen eine Wand schlagen, wo du nichts gesagt hast und eine weitere Situation in deinem Leben vorbei ist, wo du eine spezielle, einzigartige Person hättest kennenlernen können. Aber das wäre, wenn ich einen Abfuhr bekomme. Meine Welt, mein Dasein, das wäre das Ende. Wirklich. Halt, stopp. Jetzt mache ich es anders. Ich drehe mich um und gehe nochmal her. Ich nehme alle Mut zusammen, ich mache mich auf so eine peinliche Abfuhr bereit und spreche sie an. Oh Scheiße, wie spreche ich sie an? Nein, der grosse Moment. Sagt sie ja, sagt sie nein. Sekunden vergehen. Das Universum dehnt sich aus und dein T-Shirt fühlt sich an wie der Tropen. Und sie sagt ja. Was? Ja! Im ersten Moment glaubst du dich im falschen Film zu fühlen und plötzlich merkst du, sie lacht. Und du auch. Und sie schreibt ihre Nummer auf den Zettel. Ja. Was? Ihr verabschiedet euch voneinander und du gehst wieder den Weg nach Hause. Nun, das Mal schlägst du dir den Kopf nicht gegen die Wand, sondern du läufst mit einem riesengroßen Smile nach Hause. Hey, du könntest an jeden an dir vorbeikommenden Leute umarmen. Oh, wow, das Gefühl. Das erste SMS, der erste Anruf. Bleib jetzt cool. Sag ihr, dass es mich freut, dass wir uns hören. Keine Ahnung. Das Herz schlägt schneller. Ihr trefft euch. Wow. Du wartest am vereinbarten Treffpunkt, die Person kommt etwas später und du denkst dir schon an 1100 verschiedene sinnlose Gedanken, was sie jetzt echt macht, kommt sie nicht. Und plötzlich hinter dir das Tippen auf den Schultern. Hey, freut mich, Mio. Wie geht's dir? Gut, und dir? Und jetzt? Nach ein paar weiteren Verabredungen, die versteht euch gut, die könnt zusammen lachen, die kommen euch beim Sitzen oder auch beim Gehen immer ein kleines Stückchen näher, die Hände berühren sich flüchtig und plötzlich ist der Moment da. Stille, Einsamkeit, tausende Gedanken und Gefühle gehen durch den Kopf. Das Herz rast, die Hände sind nass, das Tropenshirt. Du drehst dich zur Person her, nimmst ihren Kopf zwischen die Hände und küsst sie. Der Kuss wird erwidert. Dein Körper ist auf Hochtouren und hat den ersten Blick nach dem Kuss. Verlegenheit, Freude, Lust auf mich. Wie es weitergeht, ist nicht bekannt. Plötzlich war sie da. Die Gewissheit, dass nichts bleibt, wie es ist. Die Gewissheit, dass alles vorbeigeht. Auch wenn es etwas Gutes ist. Zu sehen, dass jetzt auch schon 3 Jahre vergangen sind. Und festzustellen, dass sich viel, aber gleich nichts verändert hat. Hilflos stehe ich da. Und auch wenn ich oft froh bin, dass es läuft, wenn es gerade nicht so läuft, weiß ich auch, dass es läuft, wenn es halt eben mal so gerade wenn es halt eben mal gerade stillsteht. Stillstehen soll es in diesen schönen Momenten, wo ich kaum anschaue und zu mir kann sagen, hey, doch mal, das passt. Mein Herz um 100% wachset, mein Grinsen zwanghafte Züge annimmt und ich mir Sorgen um einen Muskelkater im Gesicht mache. In diesen perfekten Momenten bin ich nicht bereit. Nicht bereit, den Moment loszulassen. Ich werde ihn doch dann einfach nur nehmen und rauslösen aus der Zeit. Ich will, dass der Moment mein ganzes Denken ausfüllt, mein ganzes Sein. Ich will, dass jede einzelne Faser in meinem Körper für diesen Moment lebt. Und das, was ich am meisten will, ist so lange dort in dem Moment sein, wie ich. Es ist wie bei einem Sprudelbad. Mich langsam reingleiten lassen, jeden Millimeter vom Körper wahrzunehmen,
wie er langsam in realitätsfremden Zonen versinkt. Zu spüren, wie ein Luftblätterli langsam am Bein entlang den Weg nach oben sucht, mir dabei kützelt. Zu spüren, wie es allgegenwärtige Sprudeln nichts mehr zulässt, außer zu sein im Wasser. Mit jedem Atemzug wärmt sich der Körper auf. Einfach im Wasser zu sein, zu spüren, wie es gut tut. Zu spüren, dass es jetzt, gerade in diesem Moment, nichts anderes gibt als ich im Hier und Jetzt. Ich liege und liege. Nichts in meinem Körper will sich bewegen. Es ist schön, um einfach davon zu laufen. Es ist schön, um jetzt zu gehen. Weiter zu gehen. Aber langsam spüre ich es. Der Nasenspitze. Wie ein Kaffeefleck auf einem weißen Blatt Papier, eine verfaulte Nuss in einem M&M's, oder das eine Ohr, das sich immer gegen die Schwerkraft beweisen muss und senkrecht aufsteht, anstatt Kraft im Rückschwanz Platz zu nehmen. Ich versuche es noch ein bisschen rauszuschieben. Aber irgendwann ist es eben gleich so weit. Der blöde Nasenspitz, der so kalt ist wie der Nord- und der Südpol zusammen, die Spur von Realität, die mich langsam auf unangenehme Weise wieder zurückholt. Zumindest in meinem Gesicht hat sich so ein unerträglicher Kältekontrast zu meinem sonst so warmen Seibrei gemacht, dass ich nicht weiss, ob ich bleiben soll oder gehen. Und als die Finger auch noch taub werden, habe ich mich dann gleich mal nach einer halben Ewigkeit dazu entschlossen, zurück in den Alltag zu gehen. Weiterzugehen. Die ersten Schritte weg von realitätsfremden Zonen fühlen sich an wie Pudding und ich habe es schwer, mich wieder zu orientieren. Ihr Rentner, Biber und Pärchen überströmt das Baumgebung. Es haut und gackert und der Badmeister, der den Boden mit einem Hochdruckreiniger putzt, macht die Szene auch nicht besser. Wo in der Garderobe eine, in nicht gerade der Zentrum Lautstärke, über ihre Analfischler redet. Aber ihre Analfischler mit nur mit Flucht nach vorne. Am spätesten sind. Von diesem Sprudelbad kein Gefühl mehr, sondern eine Erinnerung. Ich wollte die guten Momente im Herz gut verschlossen aufbewahren. Ich wollte sie immer wieder hervorholen können. Ich wollte immer wieder in diesen Zustand zurückkommen, wo es keine Zeit gibt und der Körper nichts als Wasser, Sprudel und Dampf um sich hat. Ich wollte, dass mir die guten Momente jederzeit zum Leuchten bringen und mein Herz so gross wird wie ein Teddybär. Ich wollte nicht, dass sobald ich aus dem Sprudelbad rausgehe, daraus ein interaktives Spiel im Kopf wird. Ich will nicht, dass der Moment zu einer bloßen, veränderbaren Erinnerung wird. Weil so oft schaue ich zurück und merke, dass sich 10 im Kopf schon wieder verändert hat. Aus 10 sind 5, aus der Anna ist Laura und aus Italien ist Schweden geworden. Und aus dem warmen Gefühl ist nicht mehr übrig geblieben, als zu wissen, dass es mal da war. Zu wissen, dass ich mal irgendwann irgendwo in einem Sprudelbad bin. Vielen Dank für die ersten 4 ganz tollen und herzlichen Texte. Und wir haben jetzt gute 10 Minuten, falls wir mehr brauchen, 15 Minuten Pause.